Die Webthermometer von Wiesemann und Theiss erfassen Klimadaten und stellen diese über das Netzwerk zur Verfügung. Das Sortiment umfasst Sensoren zur Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Luftqualität sowie dem CO2-Gehalt der Umgebungsluft. Alle Webthermometer sind mit einer PoE-fähigen Netzwerkschnittstelle ausgestattet, worüber sie auch mit Strom versorgt werden können. Nein. Leute, die Webthermometer sind mit einer PoE-fähigen Netzwerkschnittstelle ausgestattet. Da können sie auch mit Strom versorgt werden. Es ist irre. Okay, das schneidest du raus, ne? Die unterschiedlichen Modelle haben 1, 2 oder 8 Messeingänge für die Temperaturerfassung oder einen Kombisensoranschluss für die Erfassung von mehreren Größen. Also ganz geil ist es ja allein schon mal, weil ich hier stehe, ne? Mit den Webthermometern erfassen sie Klimadaten in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel in Heizungs- und Kühlanlagen oder in Büro-, Lager- und Industrieumgebungen. Die Messdaten werden dabei automatisch im integrierten Datenlogger gespeichert. Bei allen Webthermometern löst das Über- oder Unterschreiten individuell festgelegter Grenzwerte eine Alarmmeldung aus. So können Sie sich zum Beispiel per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Heizung im Büro oder die Klimaanlage im Serverraum ausfällt. Ich dreh gleich durch. Wir sind gleich durch. Ja, deshalb, ich will es rauszögern. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Nutzen Sie einfache Kommandos, um Messwerte per TCP, UDP oder HTTP abzufragen. Die Einbindung in bestehende Systeme kann zum Beispiel per OPC erfolgen. Die Anbindung an eine Datenbank ist mit unserem Tool SensoBase via ODBC realisierbar. Für IoT bzw. industrielle Anwendungen steht MQTT, eine REST-Schnittstelle sowie Modbus TCP zur Verfügung. Per SNMP können die Geräte in ihr Netzwerkmanagementsystem eingebunden werden. Die Webthermometer verfügen über einen integrierten Datenlogger, der die Messwerte in einem konfigurierbaren Zeitraster zwischen 15 Sekunden und 60 Minuten aufzeichnet. Zur weiteren Dokumentation steht die W&T Cloud kostenfrei zur Verfügung. Hier können Sie Messdaten von mehreren Messstellen standortübergreifend speichern und darstellen. In DHCP-Umgebungen erhalten die Geräte automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server. Ist kein DHCP-Dienst im Netzwerk vorhanden, erfolgt die IP-Konfiguration in wenigen Schritten mit dem Inbetriebnahmetool Votility. Alle weiteren Einstellungen nehmen Sie dann über die Webseiten der Geräte vor. Als individuelle Schaltung, individuell kriege ich auch nicht, um mich zu doof zu halten. Sie möchten Ihre Messdaten visualisieren, mit anderen Messungen verknüpfen oder in eine IoT-Datenhaltung einbinden, nutzen Sie dazu die W&T Rulebox als frei konfigurierbare Schaltzentrale. Weitere Informationen zu den Geräten finden Sie unter wut.de/webthermometer.